Sage mir, Jakob, hast du mich ein wenig lieb? Bedeute ich deiner Brust, deinem jungen Herzen irgendetwas? Schätzest du mich? Sie ist, wie ich glaube, alle Figuren in diesem Stück sind, ist sie eine Facette von Walsers Persönlichkeit. Sie hat Ähnlichkeit auch mit seiner Schwester, mit einer seiner Schwestern. Aber es ist auch ein Teil von ihm. Das ist ja das Tolle an Walser, dass alle Figuren, die er eigentlich schreibt, nicht nur in diesem Roman, sondern eigentlich überall, findet man Walsers Persönlichkeit, wenn man seine Biografie ein bisschen kennt. Und also gehört die Frau Beniamenta, das Fräulein, sehr zu seinem Wesen dazu, würde ich sagen. Ich gehe am Unverständnis derjenigen, die mich hätten sehen und fassen sollen. Am Wahn der Vorsichtigen und Klugen und an der Lieblosigkeit des Zauderns und des Nichtrechtmögens zugrunde. Man glaubte mich eines Tages zu lieben und mich zu haben, zu wünschen. Aber ich bin doch ein Mädchen. Ich musste ja zaudern. Ich sterbe, weil ich keine Liebe gefunden habe. Also da ist schon eine große Traurigkeit da. Wir wissen nicht genau, wie viel Schuld sie selber hat. Ich musste zaudern, ich bin ja ein Mädchen. Man weiß nicht, wie viel da der Zwang von außen da war, wie viel sie selber Schuld hatte. Das ist auch das Tolle an Walser, er lässt das ja immer offen. Man weiß nicht genau, wie viel sie selber Schuld dran hatte oder wie sehr das von außen kam. Aber sie geht an einem gebrochenen Herzen zugrunde, das ist schon ganz klar. Versuche, ob es dir möglich ist, wie ein anständiger Mensch ins Zimmer einzutreten. Herein. Im Türaufmachen liegt mehr verborgenes Leben als in einer Frage. Und das sagt sich erstmal so leicht, aber ist eigentlich ganz ein toller Satz. Da geht schon in die Richtung von Taoismus, den ich darin sehe, von Zen-Buddhismus, den der Walser wahrscheinlich nicht bewusst geschrieben hat. Aber das ist schon so eine Ecke, die wir in unserem heutigen Leben, wie unsere heutige Gesellschaft funktioniert, sehr vernachlässigen und gar nicht beachten. Wir gehen sehr auf das Äußere, auf den Intellekt, auf das Denken. Das ist in der heutigen Zeit die Prämisse. Und Walser schlägt da ganz einen anderen Weg ein, der, ja, wenn man den zu Ende denkt, genauso spannend sein kann. So schätze ich an mir, wie ich eine Türe öffne. Im Türöffnen liegt mehr verborgenes Leben als in einer Frage. Nun ja, es regt eben alles zum Fragen, zum Erinnern und Vergleichen an. Gewiss muss man auch denken. Sehr sogar. Aber sich fügen, das ist viel, viel feiner als denken. Denkt man, so sträubt man sich und das ist immer so hässlich und sachenverderbend. Die Denker, wenn sie nur wüssten, wie viel sie verderben.